So, Neustart und schon geht es wieder. Er möchte, warte mal, wir sollten hier wieder zurückkommen nach Emea und das wollen wir jetzt auch gleich mal. Konvois können wir auch später noch angreifen. Ihr kniet für niemanden. Bitte nimm diesen Daruman als Zeichen unserer Dankbarkeit an. Sagt der Almayel, dass Emea auf Seiten der Talana von Adelpha steht. Vereint als eine Nation in den Augen und Ohren der Jots. Danke, Dark. Damit begebe ich mich nach Kizar. Okay, so ein blöder Steinteller. Und Emeas Daruman zu Almayel bringen. Ja, müssen wir eigentlich nicht gleich machen. Wie geht's, Mor? Hast du schon neue Pflücker gefunden? Keinen, der so gut ist wie Dark. Wie funktioniert der neue Bewässerungsplan? Gut. Die Ventilopen holen das Wasser aus den Seen und spritzen es auf die Pflanzen. Einige von unten bekommen zwar eine Überraschungsdusche, doch das soll Glück bringen. Hasan ist nass geworden. Das hat er nötig. Er müffelt ziemlich. Ich habe schon lange nicht mehr so laut gelacht. Weißt du was? Ich glaube, ich habe seit 1999 nicht mehr geduscht. Aber bestimmt spielt mir mein Gedächtnis nur einen Streich. Bis später, okay, der war gut. Viel später. Okay. So, der Modedesigner hat was? Was hat er denn? Oh, du schon wieder. Besten schon wieder, ist eine Weile her. Ich sammle Schriftrollen für den alten Bibliothekar Kurik. Er baut die Dano-Bibliothek in Procreana wieder auf. Besitzt du irgendwelche Schriftrollen von dort? Ja, tatsächlich habe ich so eine Rolle. Weber der Legenden. Nur die Jots wissen, warum ich da nicht drin stehe. Darf ich sie ihm zurückgeben? Na gut. Hier. Das war einfach. Ich muss da noch etwas erledigen. Wir sehen uns. Hasan, hast du kurz Zeit? Sag mir, worauf ich schießen soll. Die Ventilopen gießen ab jetzt die Wipfel. Bitte schieß nicht auf sie. Das ist gut. Es war gefährlich, den Galenta zum Fütterungsplatz zu bringen. Wenn sie hier fressen kann, muss sie das Dorf nicht mehr verlassen. Ich bin weg. Wir sehen uns, Hasan. Galenta ist ausgewachsen, also das heißt, wir haben hier alles erledigt. Dann wollte ich mal hier rüber beamen und mir den Dings angucken. Ach nee, warte mal, was für ein Prioritätsmission? Eine Prioritätsmission verfügbar, aber wie wähle ich die jetzt? Ach, das ist eine Prioritätsmission, na gut. Ich würde trotzdem erstmal jetzt gerne hier zu dem Tempel und mal anschauen, wie ich den K-Tempel, wie ich den löse. Müsste ich doch eigentlich alles haben. So, die Frage, wie komme ich da rein oder hin oder... Ah ne, hier ist ein Schalter.
Hier braucht man halt aber schon die vier Upgrades, damit man so halbwegs durchkommt. Guck mal, jetzt öffnet sich auch nochmal tatsächlich eine Tür. Okay. Drei Altären soll man folgen. Ich wundert ein bisschen, dass man da keine Einweisung bekommt für. Also, dass nochmal kurz ein bisschen erzählt wird, was das eigentlich ist oder wofür das wichtig ist oder so. No. Ist aber auch ein Durcheinander hier. Ey, wie viele Punkte sind denn das? Hier nicht die Übersicht verliert. Hätte ich da nicht auch mit dem Jetpack hochgekonnt? Ja, wohl, vielleicht ist. Vielleicht nicht. Obwohl, wahrscheinlich schon. Das ist jetzt natürlich scheiße. Komm schon, Cutter. Ich muss jetzt nicht alle nochmal machen, oder? Nee. Alter, was für ein Krampf. So, jetzt hier aber. Ist immer noch nicht der letzte, nein. Die sind echt nicht ohne, die Dinger. So, Karkulix. Okay. Aber wahrscheinlich ist das noch gar nicht notwendig, dass ich die hier auslöse.
nutze, einlöse. So, in Sapa haben wir nichts. In Bidar haben wir, das Pila kann ausgeliefert werden. Dann reisen wir doch mal schnell nochmal nach Bidar, was da war. Bidar und was da war. Wer will denn jetzt hier noch mit uns reden? Ja. Zack. Falsche Taste. Hallo. Mirkoto, die... Kennst du einen alten Kerl namens Kurek? Ich erinnere mich an ihn. Er arbeitete in der Dano-Bibliothek in Procriana. Er ist immer noch da. Er will die Dano-Bibliothek wieder aufbauen. Doch es fehlen viele Schriftrollen. Oh, wow. Wirklich? Ich habe eine seiner Schriftrollen. Spaß mit Fay. Wie man sein eigenes Feuerwerk macht. Ich will gar nicht an die Mahngebühren denken. Kannst du sie ihm zurückgeben? Sag nicht, dass ich sie hatte. Richten wir ein Garunda ab. Jetzt geht's los, Mann. Gib mir ein Geschoss, dann zeige ich dir, wie es funktioniert. Ja. Ich hab keins. Komm wieder, wenn du eins hast. Wir sind doch keine Amateure. Bis dann. Du weißt, wo du mich... So. Das ist die Schriftrolle. Dann kann ich mir theoretisch auch die Schriftrolle von hier hinten holen. Was gibt's denn hier für... Was ist das? Ernte Fey-Früchte. Ach stimmt, das gibt's ja auch noch als anklickbares Ding. Wo ist denn das? Nee, Moment. Bis dann. Du weißt wo. Und das heißt, ich kann jetzt hier oben Procriana das Ding herstellen, weil ich die Ressourcen habe. Für das Geschoss. Ein Durcheinander, sage ich Ihnen, meine Damen und Herren. Ein Durcheinander. So, jetzt aber hier. So. Nimm dir. Laden. Ich war flach. So. Das soll ich Mirko berichten. Da gehen wir gleich wieder zurück. Mirkoto, die... Merkst du auch, dass sie sich zu sehr auf so Schnellreisesachen verlassen? Unser kleines Experiment. Wirklich? Bist du bereit, einen Garonda abzurichten? Na, aber sowas von. Es hat geklappt. Das sollte reichen, um einen Garonda fürs Training anzulocken. Wow. Was war das? Das ist Handwerk, mein Freund. Fühlersachen. Ich habe aber alte Schriftrollen studiert. Ein paar neue Anweisungen wären gut. Gute Arbeit, Mirko. Du hast es drauf. Danke. Eine einfache Vorrichtung, aber es sollte klappen. Mal sehen, ob ich diesen Garonda mit dem Signalgeschoss von Mirko dressieren kann. So, dann schauen wir doch mal, wie das geht. Also. Haben wir alles? Ja. Dann richten wir den mal ab. Zack.
geht's doch hier Schlag auf Schlag. Ich würde sagen, ich muss doch bestimmt den erstmal runterballern, aber da steht ja auch Schwäche-Dinger runter. Ach, guck mal, jetzt schwebt Cutter auch. Und hat beim Schweben einen kleinen Grafikfehler. Mit den Düsen. Seht ihr das? Ich habe nicht die, Gesundheitssachen drin, sondern den, Dings hier rufen. Den Galenta. Ups. Noch eine. Och nö. Signalgeschoss. Mit dem Garunda-Signalgeschoss kannst du einen mächtigen Garunda rufen, der Gegner und Objekte schweben lässt. Halte Horus Kanone mit R und wechsle das Signalgeschoss mit Mausrad. Guck mal, es gibt jetzt ja noch andere Verstärkungssachen, die man später dann kriegt. Aber ist auch wieder ein bisschen... bisschen quatschig ist, weil brauche ich wahrscheinlich gar nicht. Also mal gucken, ob ich sie mal irgendwann einsetzen muss. Aber bis jetzt waren die meisten Kämpfe ja doch recht einfach. Wieso um alles in der Welt kommt jetzt hier nochmal ein neuer Garunda raus?
wie die Bombe aus. Ich muss es loswerden. Könnte ich dem denn jetzt auch passieren? Nee, ich könnte nur. Ich kann nur den anderen quasi hochrufen. Was ist jetzt ein Bug, dass jetzt hier ein zweiter rausgekommen ist? Das wirkt irgendwie ein bisschen weird. Der gibt jetzt nicht mal irgendwie was raus. Das war's jetzt. Das ist ja doof. Das war doch wahrscheinlich ein Fehler, dass der jetzt hier nochmal rausgekommen ist. Das ist doch maximal unspektakulär. Chiron möchte mir etwas geben. Ich tippe mal drauf, dass es der Stein ist. Beziehungsweise diese Ich-helfe-euch-Palette. Plakette. Eine Erinnerung, dass Angst nie die Zusammenarbeit zwischen allen Schöpfungen der Jots hindern sollte. Das Daromon. Alter! Möge dieser Daromon für das Volk von Bida sprechen. Wir halten zu Almayel und den Talanern von Adelpha. Danke, Hiron. Ich werde ihn ihr geben. Ich will nicht mit dem Daromon von Bida im Gepäck rumlaufen. Ich sollte ihn direkt der Almayel geben. Geilo, Ort abgeschlossen. Keine Mission verfügbar. Ich könnte jetzt mal zu ihr oder gehe ich erstmal noch mal kurz. Was ist denn hier noch möglich? Hier haben wir Signalgeschoss, Pheromone. Ach, dann holen wir uns doch das erstmal noch kurz ein bisschen. Sorgt sich um das Budget. Ihre Befehle lauten, hier Ressourcen zu sammeln, nicht sie in einem sinnlosen Konflikt zu verschwenden. Ich stehe hinter meinem Bericht. Keine Kürzung der Militärkosten. Wie laufen die Verhandlungen mit der einheimischen Bevölkerung? Ich habe mich extrem bemüht, aber wir wurden jedes Mal abgewiesen. Tatsächlich möchte ich mehr Verstärkung anfordern, um Aufstände im Keim zu ersticken. Sie haben einen kostbaren Konvoi verloren, General. Einige hier hegen Zweifel an der Führung, die zu diesem Desaster geführt hat. Das war technisches Versagen und ganz klar ein Einzelfall. Steht alles in meinem Bericht. Ich versichere Ihnen, die Situation ist unter Kontrolle. Tja, vielleicht sollten wir noch für mehr technische Einzelausfälle sorgen. Was sagt er nach dem vierten Konvoi? Ja, Pech gehabt. Ach, die haben wir bei Boeing gekauft, die Transporte. Da darf man jetzt nicht zu viel erwarten. Es wird immer heißer. Bald gehen dir die Ausreden aus, General. Hi, Reefer. Hast du... Wir hören... Natürlich...
Nurkam braucht Askyor-Pheromone, um Signalgeschosse herzustellen. Ah, okay. Verstehe. So. Kann ich hier irgendwas machen mit der Larve? Achso, dann kann ich jetzt hier die Larven deponieren und daraus werden dann die Pheromone, oder? Was brauche ich denn jetzt noch? Jetzt brauche ich noch die... Moment, muss ich auf die Karte gucken. Also, das wird eine Weile dauern. Signalgeschoss ist in der Mache. Dann haben wir das hier. Larven haben wir eingesetzt. Dann haben wir die Larven, die wachsen. Und da müssen wir jetzt einfach nur abwarten. Und wir haben hier die Dörfer sammeln. Die Dörfer... Vulkane Signalgeschoss herstellen. Warte mal, das können wir, glaube ich, gleich mal noch machen. Das ist auch hier drüben. Gut, die Larven wachsen. Oh, habe ich genug Geld, um mir hier das nächste Upgrade zu holen? Du siehst wie jemand aus. Also, verkaufen wir mal den Plunder. So, dann rotes Helium, mehr. Ja gut, das mit den Signalgeschoss-Upgrades. Mal schauen, ob man die mal braucht. Hörst du mich? Höre dich laut und deutlich. Ich habe den Energiezaun um eine der geschützten Anlagen deaktiviert. Jetzt müsstest du hineingelangen. Wieso hilfst du mir? Keine Zeit für Erklärungen. Ich muss die Codes für die restlichen Basen finden. Hör zu, ich muss zurück in unsere Dimension. Meine Tochter braucht mich. Wie bist du in diese Welt gekommen? Durch das gigantische interdimensionale Portal, das den Planeten umkreist. Wie bist du denn hier gelandet? Das glaubst du eh nicht. Pass auf. Hilf mir zu diesem Orbitaltor. Dann komme ich schon klar. Personentransporter sind nicht leicht zu bekommen, aber ich sehe, was ich tun kann. Bis dahin übertrage ich die Koordinaten der Basis auf deine Karte. Over and out. Ich schulde dir was, Kumpel. Danke. Das heißt, wir haben jetzt schon zwei Basen, wo wir die Schilde umgehen können. Und ich kann hier das andere Signalgeschoss bauen. Ah, Slingshot-Saft fehlt noch. Okay, den kriegen wir aber in der Nähe von Emea. Ich könnte auch mal bei dem Einsiedler nochmal vorbeischauen. Der meinte doch, dass er Modulteile zusammensetzen kann, wenn er genug hat. Inzwischen müsste ich eigentlich genug haben. Ach, guck mal hier. Zulassen? Wir müssen den Abbau sofort fortsetzen. Selbst mit genug Bohrexperten werden die Reparaturen mehrere Wochen dauern, General. Was ist das für Hexerei? Wir müssen gehen. Die Zentrale meldet Riesenkreaturen unter uns. Sie könnten jederzeit auftauchen. Ist auch so dumm, dass er immer mit seinem Hexereizeug kommt, ne? Ich meine halt so eine... Die haben Raumschiffe und alles. Und so seine langsam erste... Der General, dass er sich nicht mit mir anlegen sollte. Nicht locker lassen, Slade. Seine erste Reaktion ist immer, was ist das für Hexerei? Ja, genau. Ein Slingshot-Saft ist ja genug. Das heißt, wir können hier das nächste Ding herstellen. Ja, nimm dir eins. Zeig mir, was du hast. Dass die Maus immer rechts unten in der Ecke wieder anfängt. Zack. Das auch. Askyor-Signalgeschosse
Und damit kommen dann diese kleinen, dieser kleine Schwarm, dieser Insektenschwarm. Kann selbst härteste Metalle beschädigen. Und wir haben gleich mehrere Basen, die wir zerstören sollen. Genau, jetzt ist das nächste Ding hier mit dem... Das ist eine Bora-Basis, glaube ich, ne? Okay, das heißt, wir können... Gehen wir da am besten hin. Wo ich dann komme, von unten. Gehen wir über Bida. Und dann... auf die Basis zu. Genau, das ist wieder Teil der Hauptquest. Mit den 10 Basen. Genau. Was ist Selidium? Das passt. Wunderbar. Haben wir 2 von. Und das ist tatsächlich auch die. Oh, vielleicht reicht's ja sogar schon. Guck mal, hier sind jetzt auch die Spezialfähigkeiten. Reicht es denn schon für mein nächstes Upgrade? Nee, ganz knapp reicht es noch nicht. Ich hasse Spinnen. Guck mal, Rifa will mir jetzt auch schon das Ding geben, weil ich den Ort abgeschlossen habe. Es geht jetzt echt Schlag auf Schlag. Gut, da sind halt noch 2 komplette... Entschuldigung. Es sind noch 2 komplette Orte, die ich gar nicht erkundet habe. Aber nach einer ganzen Reihe Vorarbeit ist es jetzt eigentlich ganz cool, dass es langsam... sich mal auszahlt. So. Bereit machen zum Kämpfen. Gott aus. Ach, guck mal, jetzt wird's auch wieder angezeigt. Die Moves voll drauf. Dieser üble, gorkige Geruch. Hey, falls die Jots mich hören, könnt ihr diese Erinnerung für mich löschen? Ach, guck mal, jetzt steht hier auch jemand. Besuchszeit im Gefängnis. Frische Gork-Lieferung. Aber ich kann nichts machen. Sehr weird. Dann gibt's bestimmt bei Maler nachher auch noch eine Quest, wo man dann doch was machen kann. So, jetzt ist die Basis... Genau, da ist jetzt der Schild weg. Oh, guck mal, das sieht jetzt auch total avatarmäßig aus mit der zerstörten Umgebung hier. Die anderen Basen waren größtenteils ja in doch etwas noch normalem Gebiet, aber das hier... Ach, guck mal, das ist jetzt auch mal ein Schild. Und da oben ist ein Landungsschiff. Oh, und eine Spinne. Das muss so geil sein. Hm, wir haben den in Blau und wir haben den in Grün und wir haben den in Rot. Wahnsinn. Hold your horses.
Genehmigt. Diese blöden Spinnen sind aber echt nur Bullet Sponges, oder? Der hat sich sogar richtig aufgelöst. Was? Guck mal, hier ist so eine Assembly-Station, da werden jetzt zusammengebaut. Ausdauer gibt's nicht mehr beim Rennen, oder? Beim ersten Teil gab's noch Ausdauer. Zumindest im Remake gab's Ausdauer. Bin gar nicht ganz sicher, wie das im Dings war, in der Neuauflage. Quatsch, im Original. Zum Glück kann man das aber auch inzwischen per Mod ausschalten. Ach guck mal, die haben jetzt hier auch so ein bisschen einen spezieller Angriff. Und die Schwärme helfen einem jetzt, die folgen einem eine kleine Zeit, oder? Das sah so ein bisschen so aus, als würden sie sich noch ein bisschen bewegen können. So, Station Nummer 3. Ne, hier war ich schon. Oh, okay, das muss noch irgendwo weiter runter gehen. Ich glaube, ein bisschen schade, dass es keine kritischen Trefferzonen gibt, ne? Also. So, irgendwo geht's nach unten. Da ist der Generator. Perfekt. Aber ich will noch die Zusatztüren. Die Frage, wo die sind. Oh, das ist ein neuer Angriff.
es aber ganz gut, dass jetzt hier mal ein paar neue Gegnervarianten kommen. Das wurde auch echt Zeit. So, das Ding haben wir. Wo sind noch Schalter? Machen wir den erstmal kaputt. Ach stimmt, das ist ja eine von den Basen mit einem Bohrer drin. Da war ja was. Das aussieht mit den Generatoren. Das haben sie, was Grafik angeht, das haben sie ja wirklich drauf. Das haben sie schön umgesetzt. Das war auch wieder, ne? Das immer gleiche Modul. Bisschen anders arrangiert. Was gibt es? Visier, Scharfschützeneigenschaft. Boah, das brauche ich nicht wirklich. Jetzt ist eher die Frage, wie komme ich denn hier wieder raus? Also volumetrisches Licht ist auch wirklich eines der Elemente in den letzten Jahren. Das macht so einen Spaß. Ich spiele jetzt MechWarrior 5 auch viel mit einer Mod, die sehr viel volumetrisches Licht reinbringt. Super. Du hast gesagt, wir wären nicht gerade Freunde, aber du bist die längste menschliche Beziehung, die ich seit Ewigkeiten habe. Sei still. Verdammt, ich muss los. Hey, geht es dir gut? Ich will mich nicht in deine Angelegenheiten einmischen. Hey, antworte gefälligst! Neue Koordinaten. Wohin führst du mich dieses Mal? Ja, blend mich ruhig aus. Ich brauch dich nicht. Ich habe andere Freunde. Vielleicht schaue ich mich dort ja mit einem Freund zusammen um. Slayton Lear. Ach scheiße, jetzt habe ich mir quasi den Funkspruch kaputt gemacht. Kann ich jetzt zum Beispiel nicht kaputt schießen. Nicht unbedingt das geilste ever. Aber, also wo habe ich jetzt eine Prioritätsmission? Da? Aber das ist doch dieselbe, oder?
Hier ist der Schild noch aktiv, hier auch. Das heißt, die Bohrer kriege ich noch nicht los. Das ist eine normale Basis. Das ist auch eine normale Basis. Da kriege ich die Bohrer auch noch nicht los. Okay. Ich war noch nicht fertig. Also, ich wollte sagen... Ach cool, das wird fortgesetzt. Bitte komm, meine Freundin. Ja, Ulukai. Sieh auf deine Karte. Siehst du die neuen Koordinaten? Treffen wir uns dort? Warum? Brauchen wir einen Grund? Wie wär's mit Neues entdecken, Erlebnisse teilen? Das nennt man Beziehung pflegen oder abhängen. Ich bin gerade einem Invasorenkonvoi auf den Fersen. Vielleicht nächstes Mal? Na klar, nächstes Mal geht auch. Kannst du mir wenigstens etwas zu diesen Koordinaten sagen? Das sieht aus wie Masums Hütte. Masum ist ein alter Einsiedler, der abseits der Dörfer lebt. Hoffentlich ist er nicht in Gefahr. Kannst du ihn sehen, Ulukai? Ich schau mal vorbei. Slide Ende. Jetzt wird man hingeführt. Okay. Na gut, da waren wir ja auch schon mal. Masum finden. Dann würde ich sagen, schaue ich bei dem in der nächsten Folge vorbei, sobald ich die nächste Basis zerstört habe. Also, bis dann. Tschüss.